Hallo meine Lieben, heute ist Freitag und ich war jetzt gerade im Aldi, habe nur noch ein paar Kleinigkeiten gebraucht. Da fangen wir doch mal mit der Tasche an. Einmal Radieschen, die haben 69 Cent gekostet. Dann einmal eine Butterstreichfein, die mag man nur am allerliebsten. Dann zweimal diese Aufbackbrötchen mit Mohn und Sesam. Dann habe ich Pommes mitgenommen. Die gibt es heute zusammen mit zwei Schaschlikspießen. Die habe ich gestern auf der Mannheimer Mess mitgenommen. Das sind gute Freunde und Familie, die dort mehrere Stände betreiben. Getränke, Essen, Waffeln. Das ist die Kübler und Schüssler GmbH. Gastro GmbH. Und das Essen ist so lecker. Und das sage ich nicht nur, weil ich die Leute kenne. Das schmeckt wirklich gut. Ja, da habe ich zwei Spieße mitgenommen. Die gibt es dann heute. Dazu mache ich dann gerade Pommes. Ja, vielleicht noch einen Salat dazu. Mal gucken. Und morgen, so heute ist Freitag, morgen sind wir beim Sohnemann eingeladen, der hat Geburtstag morgen und da wird gegrillt und da habe ich gerade diese Hähnchen, Barbecue-Hähnchen Mini-Steaks mitgenommen, sind sehr lecker und da war ja der hier mit 30% günstiger. Hebt noch bis 1.5. Also wir verbrauchen es ja vorher. Ja, habe ich das hier noch mitgenommen. Er hat ja genug da, aber es kommen so einige Leute und da wollte ich auch ein bisschen was mitbringen. So ganz ohne. Macht Mama einfach nicht. Dann habe ich mitgenommen Eier. Einmal eine Teewurst fein, dann zweimal Red Bull, wo ist die zweite? Da, zweimal diese Kochsahne, 7%. Zweimal Tomatenmark habe ich mitgenommen. Dann habe ich da alle, ja. Sechsmal Katzenfutter kam dann mit. Das sind verschiedene Sorten. Einmal ein Toastbrot. Einen Orangensaft. Dann ein Vital- und Fitbrot, so ein geschnittenes. Dann zweimal der saure Apfel-Energy. Und zweimal, also beziehungsweise einmal einen Apple Cider und einmal ein Blackberry Cider. Und dann habe ich noch Richtung Kasse, also bei unserem Aldi zumindest, da ist ein ganzes Regal voll mit so Saisonware, reduzierte Ware. Und da habe ich das letzte Mal ja diesen Likör mitgenommen, den ich so wie Raffaello empfinde. Schmeckt übrigens mega lecker.
Aber leider hatten sie den nicht mehr. Und dann habe ich aber zufällig, ich blende euch ein Bild ein, ich habe es jetzt nicht hier hochgetragen, weil das kommt in den Keller. Wodka mit einem Bisongrashalm drin. Den trinkt mein Mann am allerliebsten. Also Wodka trinkt er nur diesen. Und der war reduziert, die 0,5er Flasche, auf 4,99 Euro. Und so günstig kriegst du den nirgends. Und dann habe ich halt die letzten 4 Flaschen, die dort waren, mitgenommen. Ja, jetzt kriegt morgen der Sohnemann auch eine. Also Sohnemann ist mittlerweile schon 29. Morgen dann. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, war es dann gestern. Ja, wir haben schon ein großes Kind. Ja, wir waren selbst sehr jung, wo wir ihn bekommen haben. Deswegen sind wir, wenn ich das mal sagen darf, jetzt auch nicht gerade alte Eltern. Ja, so. Okay, das war's schon wieder. Klein, aber fein. Ich brauche wirklich nicht viel. Ich habe so viel da. Und dadurch, dass wir jetzt heute in Schaschlik, morgen dann grillen, Sonntag, da gibt es dann irgendeine Kleinigkeit. Das überlege ich mir aber dann ganz spontan. Na gut, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Genießt den Tag, bleibt gesund. Bis bald.